Ja, mein Name ist Uli Wenner aus Recke vom Heimatverein. Ich bin hier eingeladen vom Wessler Club, bin auch selbst Mitglied im Wessler Club. Und soweit dort im Verein bekannt, ist das der älteste existierende Wessler Schlepper. Also ist nicht bekannt, dass ein zweiter noch davon existiert. Er ist Baujahr 50, zufällig auch mein Baujahr. Das passt also ganz gut. Und hat von 1950 bis 1958 praktisch in Sichtweite von Wessler in Altenberge gelaufen bei einem Landwirt und ist dann auf Wegen, die ich nicht mehr nachvollziehen konnte, nach Westerkappeln gekommen und dann 64 nach Niedersachsen gekommen, Neunkirchen, zwischen Neunkirchen und Bramsche. Und dort habe ich den durch reinen Zufall entdeckt und konnte den erwerben. Hab den dann restauriert und jetzt im letzten Jahr hat er erst die alte Wessler-Farbe in Blau-Grau gekriegt. Am Vorderachsträger sieht man noch das Original-Typenschild. Heinrich Wessler, Altenberge in Westfalen. Hat ein Eigengewicht von 1750 Kilo. An diesen alten Wessler-Schleppern gibt es noch eine Besonderheit. Dort wurde ein Getriebe vom Hersteller Prometheus verbaut, mit Sitz in Berlin, Berlin-Reinickendorf. Und für diese Getriebe gibt es natürlich absolut keine Ersatzteile mehr. Es muss angefertigt werden mit hohem Kostenaufwand. Bei diesem Schlepper waren im Getriebe insgesamt 8 große Lager defekt. Und dafür muss ich natürlich ein bisschen tief in die Tasche greifen. Aber jetzt läuft er wieder einwandfrei. Der Motor ist nie geöffnet worden, der ist so, wie ich ihn übernommen habe. Nachgerüstet wurde der Schlepper noch mit einer verstellbaren Anhängerkupplung, wo ich also verschiedene Anhänger, Einachser oder auch Zweiachser mit verschiedener Kupplungshöhe oder Deichselhöhe fahren kann. Und auch die zweite Anhängerkupplung, die Kugelkopfkupplung, ist nachgerüstet, aber abnehmbar. Die brauche ich halt, wenn ich mit dem Trailer unterwegs bin und dann noch einen zweiten Schlepper hinten drauf habe. So wie hier nach Nordhorn heute. So, Temperatur, das untere, was ist das für ein Druck? Das ist der Öldruck. Ah, ja. Er hat den vollen Öldruck, den brauche ich, der läuft 2 Sekunden an der Motor und der Öldruck steigt sofort auf Maximum. Also der hat eine gute Kompression. Der obere Anzeiger ist das Thermometer, Wasserthermometer. Der kommt auch bis auf maximal 70 Grad, sollte eigentlich ein bisschen mehr haben. Aber der Kühler ist vielleicht ein bisschen zu groß geraten und somit kommt er auf maximal 70 Grad.